Ich bin Direktorin des Ballettschule Theater Basel Juniorabteilung. Was sind die wichtigsten Sachen, dass unsere Schüler und Schülerinnen lernen sollten? Ob Freizeit als Hobby oder in unser vorprofessionelles Ausbildungsprogramm, es gibt eine Sache, dass die lernen sollten. Ballett korrekt vermittelt. Das ist ein Muss und es muss auch altersgerecht passieren. Aber mich interessiert, was bekommen Sie mit, was wir fördern. Das ist auf jeden Fall Musikalität und Koordination. Es ist Körperhaltung. Es ist ein gesunde körperliche Fitness und Flexibilität. Zum Beispiel all die kleinen Impact-Sprünge, die wir ganz früh anfangen. Das ist für einen gesunden Knochenaufbau, kräftige Knochen. Das ist für Osteoporose-Vermeidung später. Das ist sehr wichtig. So, es sind sehr viele Sachen, die auch für das Leben wichtig sind. Wir fördern Ausstrahlung, eine starke Ausdruckskraft. Das bringt mit Selbstbewusstsein und ja, eine Selbstsicherheit. Eine positives Disziplin, sehr viel Selbstdisziplin. Es fördert Teamgeist, weil wenn wir alle zusammen musikalisch synchron auf dem Takt tanzen müssen, dann wenn wir nicht alle wirklich konzentriert zusammen miteinander tanzen, funktioniert es nicht. Es fördert die Fähigkeit, jemand anders voll zu vertrauen. Wenn ich tanze mit einem Partner und ich springe rückwärts in seine Arme, ich muss mich voll auf ihn vertrauen. Das ist, ja, das ist klar. So, ich finde, das ist, sind alle Sachen, die für das Leben wichtig sind. Dann als letztes, und das ist das Schönste, eine Freude am Tanzen. Man kann im wirklich großen Alter tanzen zur Musik und Freude daran haben. Wenn es eine Leidenschaft ist, dann auch wenn man selber aufhört zu tanzen, dann geht man in die Vorstellungen, die Kinder, die wir heute ausbilden, sind unser Publikum von morgen. Die Ballettschule Theater Basel positioniert gegenüber der Krise in Ukraine. Das Ballettwelt, das Tanzwelt ist eine große Familie. Und sehr, sehr früh, als Krieg ausgebrochen ist in Ukraine, es hat eine Organisation in New York sofort angefangen, Kinder und Jugendlichen aus der Ukraine in Ballettschulen überall in Europa. Inzwischen, ich glaube, es sind über 80 Tänzer und Tänzerinnen sind in große, bekannte Schulen in Europa. Wir haben natürlich in unser Internat, wir haben Betten zusammengerückt und Platz gemacht, so dass wir aus dem Nationalballettschule in Kiew haben wir inzwischen 5 junge Tänzer und Tänzerinnen in unser Ausbildungsprogramm. Aber wir haben auch dazu, wir haben Kinder aus Familien, die leben in Gastfamilien. Sie haben ihren Weg hierher nach Basel zum Glück gefunden. Die dürfen, solange sie wollen, mit uns tanzen. Eine kurze Zeit, eine längere Zeit. Und es ist auch, ich finde, es ist psychologisch bestimmt sehr wertvoll für diese Kinder. Niemand kann es sich vorstellen, wie schwierig, wie schlimm das ist, wenn man flüchten muss. Aber diese Kinder, diese Jugendlichen, die dürfen zu uns kommen,
Die haben ein, zwei Stunden am Tag oder ein paar Mal in die Woche, wo sie sich voll auf ihre Körper sich fokussieren können. Es ist eine bekannte Training, das überall auf der Welt gleich ist. Sie haben Kollegen, die verstehen genau, wie es ist, was sie suchen. Ein Mädchen hat es so ausgedrückt. Sie sagte, als das Krieg ausgebrochen worden ist, sie sagte, ich fühlte mich, als ob mein Traum gestohlen worden ist. Traurig. Aber wenn wir ein klein bisschen helfen können, diesen Traum zu verwirklichen, dann wir machen das wirklich mit offenen Armen und warmen Herzen. Und es ist auch wunderschön zu sehen, wie alle Kollegen in Basel diese Kinder auch so warm empfangen. Ich bin Co-Leiterin von der Tischlein Deck Dich Abgabestelle hier in Zwingli Haus zusammen mit meiner Kollegin und gute Freundin Katrin Hosang. Was motiviert mich dazu? Zuerst natürlich, wir sehen jedes Mal die Freude und Dankbarkeit in die Gesichter von unseren Kunden. Sie bekommen jede Woche zwei große Taschen voller Lebensmitteln. Es sind in die letzte Jahr, 2021, dürften wir hier nur vom Zwingli Haus über 38.000 Kilo Lebensmittel verteilen. Das ist eine tolle Sache. Tischlein deck dich ist sinnvoll. Es ist Food Waste vermeiden und ist auch gleichzeitig bedürftige Leute helfen. Was mich persönlich auch noch motiviert, ist die Tatsache, dass es geht mir gut. Ich bin aufgewachsen in einer großen Familie. Wir haben vielleicht im Vergleich zu heutigen Tagen eine strenge Erziehung, aber es war volle Liebe. Das haben nicht alle. Ich dürfte auch noch meine Leidenschaft als Karriere machen. Das darf nicht jeder Mensch. Ich habe meinen Mann an meiner Seite fast 40 Jahre jetzt. Wir haben eine Familie, wir sind gesund, es geht uns gut, es geht mir gut und ich denke, es ist nur selbstverständlich, dass man etwas zurückgibt. Und dann auch noch, es ist nicht wirklich Arbeit, es ist ein schöner Zusammentreff. Wir haben ein tolles Team und wir sehen einander sehr gerne. Wir haben seit Jahren eine super Unterstützung vom Team hier in Zwingli Haus. Es ist einfach eine schöne Sache, die wir alle gerne machen.